Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme hier vom Projekt Minecraft Beyond, wo wir uns ja in der letzten Folge hier um dieses schöne Teil gekümmert haben, und zwar um den Card Assembler vom Steve's Cards 2 Mod, wo wir uns ja überlegt haben, dass wir damit eventuell unsere Baumfarm automatisieren wollen. Und ja, ich kann jetzt gerade mal gucken, hat sie denn hier jetzt... Gut, okay, Energie ist da. Das wäre dann auch schon mal fertig. Jetzt wollte ich gerade was anderes gucken. Irgendwas wollte ich doch noch gucken, genau. Ah, ja, ist Nacht, toll. Okay, also gehen wir ganz kurz mal schlafen. Weil ich wollte rüber mal in das... in die Mühle gucken, wie viel Strom jetzt die Wasserräder produzieren. Gucken wir mal. Da brennt wieder die Nachbarschaft. Mann, Mann, Mann. Die sind schon wieder Feuer und Flamme. genau, gucken wir jetzt erstmal. Und dann müssen wir auch mal gucken, was denn meine Kaffeeproduktion macht. Die müsste ich jetzt ja eigentlich theoretisch sogar auch mal langsam anschmeißen. So viele Baustellen gerade. Und ich komme irgendwie nicht gerade hinterher mit dem, was ich machen will. Oha. Na gut, Kaffeebohnen sind voll. Also wird er wahrscheinlich jetzt da erstmal nicht weiterarbeiten. Gucken wir mal gerade. In- und Output gar nichts. Der ist komplett voll. Ja, das ist gut. Das klingt gut. So, was waren jetzt hier noch drin? Auch noch ein Haufen Menge Shit. Shitty-Kram. Hm, Mist. Na egal. Gehen wir erstmal dem Projekt weiter, was wir angefangen haben, nämlich Steve's Cards 2. Müssen jetzt mal gucken, machen wir noch eine zweite Coal Engine rein oder lassen wir es bei einer? Ich bin mir nicht sicher. Theoretisch wären wahrscheinlich zwei nicht verkehrt. Jetzt weiß ich wiederum nicht, mit was befeuere ich die? Mache ich da normale Kohle drin? Oder wäre es besser, wenn wir Charcoal nehmen, also Holzkohle? Hm. Das ist irgendwie, ja, meine Überlegung gerade. Boah. Mann, Mann. Verschlucke ich mich halt. So. Weil mit einer Coal Engine, okay, würde ja laufen. Die Frage ist halt, wie lang. Gut, würde gehen, müsste man halt immer die Kohle zufügen. So Tools. Also wir machen jetzt eine Coal Engine. Würde ich jetzt mal behaupten, das wird reichen. So, jetzt muss ich gucken, was war jetzt dieses Teil, womit der Bäume fällen konnte? Ein Drill? Nein. Mm-mm. Nein. Storage, ja, die Storages brauche ich dann später auch noch. Wo ist denn jetzt der zum Bäume fällen? Hier. Ein Sägeblatt. Ist aber kein Tool, oder? Iron Blade. Boah, wenn ich jetzt wüsste. Was ist denn bei dem dann ein Tool? Also, was für ein Tool braucht der? Das ist der Farmer. Ach, hier. Basic Woodcutter. Da ist er. Ich wollte gerade sagen. Oha. Sawblades. 5. Okay, kostet mich 5 Dias. Naja, gut. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Geht. Das ist jetzt nicht so teuer. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo ist er? Da ist er. Ich wollte schon sagen, woher? Was ist denn bei denen dieser Tool? 1, 2, 3, 4, 5. So, genau. 5 von denen, dann brauchte man diesen komischen Chor hier. Glaube ich, Woodcutting Chor. Ach du Heilige, das sind Muster. Oh je. Nimmt der alle Saplinge oder nimmt der wirklich bloß... Okay. Gut, ich wollte sagen, Alter, ich habe doch jetzt keine Baumsetzlinge.
Okay, so, wir brauchen den Advanced PCB. Dafür brauchen wir erstmal zwei PCBs normal. Das heißt, 4, also wieder 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 davon und 2 Gold. Ergaben wieder die normalen PCBs und darauf folgenden dann nochmal so. Diese Teile, jetzt brauche ich wieder wie viel für den großen? 3 und 4 Redstone. Okay, also brauche ich noch 3 Redstone. 1, 2, 3. So, weil 4 habe ich noch, das heißt, das passt. So, müsste gehen, dass wir jetzt, zack. Genau, haben wir den großen PCB, den wir dafür brauchen. Und jetzt brauchen wir hier eigentlich nur noch Setzlinge, also 8 Stück. So, Setzlinge haben wir ja oben in der Kiste. Muss ich wieder hochlaufen. Mann, oh Mann. Schweinerei. So. Muss ich hochlaufen zur Mühle. Dort habe ich ja meine Setzlinge. Da habe ich ja, glaube ich, ein Dutzend von. Also das reicht. Muss mir dann bloß mal überlegen, wo ich dann den, wo ich die Farm dann baue, also den, wo ich den dann arbeiten lasse. So hier. Achse. Warte mal auch. Ach so, das sind Birken. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8. Zack. So, haben wir den Wood. Hatten wir den Wood. Oh Gott. Wollte schon sagen. So, genau. Wood Cutting Core und jetzt müsste das beides mit einem Eisen. Genau, Basing Wood Cutter. Zack. Haben wir den fertig. Jetzt laufe ich wieder zurück. Baue das schon mal als Tool ein. Hat der jetzt schon mal fürs Holzhacken das Zeug. Ja. Also wie gesagt, lustig wird es noch. Weil ich muss dann erstmal überhaupt wieder rausfinden. Da gibt es ja eine bestimmte Reihenfolge, was du brauchst, damit der dann. Ja, wo der dann was abgibt, beziehungsweise da wieder aufnimmt. Uiuiui, das, ja, das, ich hab damals das mal ganz zu Anfang mal probiert, aber naja, mit mäßigem Erfolg. Also ich war mit Steve's Quartz nicht warm geworden irgendwie. So, genau, das ist der Woodcutter. Zack. Attachments. Was sind denn jetzt schon wieder Attachments für den? Was war denn ein Attachment? Aua. Ach, ich glaube Attachment, nee, das ist Storage. Attachment. Basic Drill. Railer. Ach so, der dann Schienen legt. Large Railer. Bridge Builder. Track Remover. Basic Farmer, das ist ja ein Tool. Hydrator. Fertilizer. Ach so, das ist ein Add-on. Was brauche ich denn überhaupt? Hydrator mit Wasser. Nee, brauchst du nicht. Das wäre für einen Farmer. Fertilizer. Dass der die Bäume wachsen lässt. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht. Würde ich jetzt weglassen, denke ich mal. Add-on. Cage. Was ist schon wieder Cage? Wofür brauchte ich das? Firework Display? Nein. Das sind die komischen Engine Storage Slide Tank. Ach so, ja, das bräuchtest du dann, wenn du jetzt mit Wasser arbeitest. Engine. Ach! Verdammt, es gab auch eine Thermal Engine. Mist, aber ich glaube, die würde mir nicht. Advanced Thermal Engine. Ich weiß halt nicht, inwieweit. Da musst du ja, glaube ich, selber. Liquid Cleaner. Nee, danke. Ja, ist egal. Wir probieren es aus. Cake Server. Also ich weiß gar nicht, ob ich ein Attachment brauche. Tree Tap Modul. Ach, wie geil. Man kann auch das als Tree Tap, dass der die. Okay. Krass. Was brauche ich denn da noch? Verdammt. Mano. Irgendwie bin ich da jetzt gerade ein wenig. Leicht erschossen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
Hardened Woodcutter, achso, das sind diese verschiedenen Cut-Arten. Ja gut, also ich würde sagen, da brauchen wir glaube ich gar nichts. Denke ich jetzt mal. Also ich würde da jetzt nichts reinpacken. Da haben wir ja, kannst du so viel, aber der soll ja bloß Holz fällen. Also rein in der Theorie braucht der nichts. So, Storage, da würde ich ihm raten, Side-Chest, Top-Chest, Front-Chest. Ich würde ja die Side-Chests nehmen. Dafür. So, dafür müssten wir aber jetzt erstmal wieder gucken. Oh Gott. Ja, das wird lustig. So, das ist mit Holz und Planken. Okay. Haben wir denn noch... Ah ja, stimmt, da war ja was. Holz ist ja ein wenig wie Mangelware. Naja, ist egal. Wenn es nicht gerade Nacht werden würde, sieht momentan aus wie Nacht. Verdammt. Gut, dann warten wir mal ganz kurz. Und dann holen wir ein bisschen Holz, weil... das ist ja halt gerade das Problem. Wir haben halt null Holz. So wirklich. Am Start. Weil wir auch momentan... Oder weil ich das so momentan einfach ein bisschen verschlafen habe. Das Holz holen. Weiß bis jetzt nicht, wer da brauchte. Wir hatten ja genug. So. Mettock raus. Quatsch. Nicht da lang, dort lang. Mettock raus und dann gucken wir mal, ob wir mal ein paar kleine Bäume finden. Also nicht solche riesen fetten Dinger, sondern welche, die du normal fällen kannst. Wie der hier. Der sieht gut aus. So. Ich muss ja noch gucken, wo stelle ich es. Also theoretisch hier oben könnte man den ja hinsetzen. Ne? Ist nicht weit von der Höhle weg, vom Haus weg. Und wir hätten immer einen Blick drauf. Da müssen wir mal gucken. Weil dann hätte man nämlich schon bald den Wood, also den Farmer fertig, den Holzfarmer. Muss ich halt bloß gucken, ob das dann alles auch so funktioniert, wie ich das denke. Oder beziehungsweise wie ich es in Erinnerung habe. Dass das funktionieren sollte. So. Naja, jetzt kriege ich wieder Sitzlinge hingeschmissen. Ja, wir müssen, wie gesagt, das ist... Jo. Server macht auch schon mal Backup, sehr schön. So, den hier mal noch weg. Weil immer alles per Hand fahren, die Bäume, das ist dann doch irgendwie etwas nervig. Wie gesagt, wenn der andere Mod mit drauf wäre, hätte ich es über die normale Farm gemacht. Ich komme aber wie gesagt noch nicht auf den Scheißnamen. Ich habe geguckt, drin ist auf jeden Fall schon mal nicht der Mod. Also jetzt, das wird nichts. So, gucken wir mal gerade, so viel brauchen wir ja davon eigentlich nicht, von den Wood-Dingern. Nicht, dass wir zu viel machen und dann am Ende dastehen und ja. So, wo sind wir denn da? Wir brauchen diese Teile. Diese Dinger brauchen wiederum die. Ah ja, gut. Ja, ist ja schon gut. Geht nicht in 2x2. Ja, dummi auch. So, das sind die. Das heißt, die brauchen wir ja eh. Zack. Können wir also eh mal 32 machen. So. Die brauchen wir jetzt hier eh. So, was brauchte die noch gleich? Ein Stein und ein Eisen-Ingot. Okay, Eisen habe ich, Stein habe ich bloß gerade nicht. Da sind wir ja fast schon wieder fertig, ey. Wahnsinn. Zack. So, dann können wir nämlich das Ding fertig bauen. Da kriegen wir sogar 8 Stück raus. Ach du Heilige. So. So. Da kriegen wir bloß... Ah, okay, da ist der Haken an der Sache. Da sind 3. Wir brauchen nochmal 3. Das heißt, wir brauchen nochmal diese hier. Zack. So, und jetzt sollte es gehen. Nochmal die. Was? Moment. Was hat er denn jetzt gemacht? Ach nein, wir brauchen hiervon noch einen. Einen brauchen wir davon noch. So, da haben wir 4. So.
Und jetzt brauchen wir noch die Mittelteile. Diese hier. Vierer. 1, 2, 3, 4. So. Ich glaube, da müssten wir alles haben, ne? Ach, hätten wir gar keine Vierer gebraucht. Na, ist egal. So, haben wir auf jeden Fall. So. Hätten wir bloß 2 gebraucht, nicht 4. Na, ist egal. Rausgeschmissenes Geld ist es schon mal nicht. Storage. So, da hat er schon mal Ditte. Add-ons. Was braucht er denn als Add-ons schon wieder? Braucht er überhaupt Add-ons? Nur fürs einfache Farmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt Add-ons braucht. Obwohl, warte mal. Höhe Control? Nee. Liquid. Anti-Detektor. Monster-Detektor. Ich weiß, was wir dem geben könnten, aber ich weiß gar nicht, wo waren das jetzt noch gleich. Es gab doch dieses Modul, womit der dann wusste, was für Bäume er fällen darf und welche nicht. Aber ich glaube, ist das ein Add-on? Wenn ich ihn überhaupt finde jetzt gerade. Smelter. Ins Schmelzer, das ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, mehr dann braucht er ja auch nicht. Ich wüsste ja auch nicht wofür. Der soll ja nur Bäume fällen, der soll ja nichts großartig anderes tun. Und dann muss ich erstmal wieder rausfinden. Achso, da waren das diese Cargo Manager, genau. Stimmt, die braucht man dann noch. Oh Mann. So, ich glaube, das war's. Das bedeutet, der ist soweit fertig. Der hat einen Cutter, der hat was, wo er es speichern kann. Der hat die Energie und dann sich das Card. Gut. Ich würde sagen, assemblen wir mal. Das dauert jetzt 11 Minuten. Okay. Lassen wir ihm mal die 11 Minuten Zeit und jetzt müssten wir mal so einen Cargo Manager craften. Oh Gott. Oh ja, supi, freu. Das Rezept gefällt mir jetzt schon wieder. Uiuiui. Wo fange ich an? Huge Iron Plate. Oh Gott. Moment, zurück. So, diese hier brauche ich einmal. Das heißt, ich brauche hiervon. Moment. Hiervon brauche ich 4. Genau. So, und diese wiederum. Oh Gott. Kriege ich eh 8 raus. Okay. Geht nicht im 2x2. Okay. Oh ja, jetzt wird's. Also, jetzt wird's mal richtig tricky gerade. Das ist jetzt gerade. Ah ja, gut. So. Die Dinger haben wir. 8. Jetzt brauche ich Redstone. Oh, je, je. So. Wo ist er denn, der Cargo Manager? So. 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 1, 2, 3, 4. Zack. Haben wir das Ding, was wir brauchen. Diese eine, diese Large Dynamic, die ist in der Mitte, die ist schon mal fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Large Iron, Huge Iron, Large Iron. Brauchen wir die kleinen wieder. Okay, da fehlen uns jetzt wieder die Holzteile. Oh je, oh je, oh je. Jetzt wird's mal richtig intensiv. So, die Dinger mal kurz raus hier. Die Boots raus. Weil hier haben wir bloß noch 2 übrig. Also müssen wir jetzt wieder diese Teile bauen. Okay. Kriegen wir wieder 32 bei raus. Das ja wieder von Vorteil ist. Okay. Kriegen wir aber erst, wenn wir hier wieder genug Holz haben. Zack. So. Zack. So. Jetzt wiederum. Da wieder hin. Da wieder hin. Da wieder hin. Da wieder hin. Machen wir jetzt mal 17. Warum wir hier 3 und 17 haben, keine Ahnung. So, jetzt haben wir diese Teile. Ach du Heiliger. So, das Ding, die brauchen wir 4-mal. Das heißt, 12 von denen brauchen wir schon mal. Gut. Müssten wir richtig haben, hoffe ich. Warte mal. Das sind die Large Iron Plates, ne? Genau, 4 Stück. Gut, haben wir die auch. Da haben wir die 2 schon fertig. Jetzt brauchen wir noch die großen. Warte, wo ist es denn jetzt? Oha, da. Diese Teile.
Okay, das heißt, wir brauchen hier wieder für 4 Stück 36 von denen. Das wiederum bedeutet, so. So, das da, dann wieder das. Jetzt brauche ich wieder Eisen. Okay, Moment, Eisen habe ich gerade nicht am Start. Moment. So, Eisen ist am Start. Weiter geht's. Das da, Eisen. Ach so, ja, genau. Crafter. Eisen. Nein, das nicht. Dahin. Zack. Was hatte ich gesagt? 9, 18, 27, 36. So, 36, sagte ich, ne? Oder? Moment. Cargo-Dingens, das Teil. 9, das sind 9, 9 mal 4 ist. Ja, genau. Okay. So, das heißt, diese Teile. Hä? Ach nee, die habe ich doch schon. Bäh. Ganz durcheinander jetzt schon. So. Die meinte ich. So. Das heißt, 4 brauchte ich davon. 1, 2, 3, 4. Okay. Gut, passt. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Haha, ich hoff's. Irgendwie, das ist gerade echt. Also, das ist mal richtig anspruchsvoll. Jo. Habe ich. Den habe ich jetzt einmal. Ich glaube, ich brauche den aber mehr wie einmal. Oh Gott. Ist egal. Einmal haben wir erstmal. Ich glaube, das wird erstmal für den Anfang reichen. Ich muss ja sowieso erstmal gucken. Was sagt der hier? Oh, 6 Minuten hat er noch. So. Was sagt Zeit? 22 Minuten. Okay. Haben wir also noch ein bisschen Land. Was wir mal machen könnten hier. Wir machen mal den hier. Wir braten mal ein bisschen Fisch durch. So, jetzt gucken wir mal gerade, wie viel geht denn hier überhaupt an Energie flöten? Was? 7 RF? Ist ja eigentlich fast gar nichts. Aber ja, gut, der braucht doch ganz schön. Also, Halleluja. So, erstmal schlafen gehen, weil schon wieder Nacht. So. Dim. Dann braten wir mal kurz den Fisch durch. Oh. Wollte schon sagen, geht aber schnell. Nee, doch nicht. Aber nicht so schlimm. So, der ist dann fertig. So, jetzt müsste ich wissen, wie teuer sind denn Tracks? Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ach ja, das war wieder dieses Problem. Aha. Du kriegst die Standard Rails nicht zusammen, weil. Was ich auch komisch finde, wie willst du denn die Standard Rails hinkriegen? Ha! Ach! Metal Rolling. Frage ist jetzt, ist das so eine Metal Rolling? Powered Rolling? Ach, mit der Manual. Okay. Okay, die Manual Rolling Machine kenne ich doch schon. Ha! Nice, jetzt weiß ich, wofür ich die brauche. Gut. Das war Eisen, richtig? Richtig. Warte, wo ist es denn jetzt wieder hin? Ich wollte sagen, weil wie soll denn das gehen? Natürlich geht es. Mit der Rolling Machine, genau, da kriegst du 8. Und hier über, ach, über Invar kriegst du sogar. Na super, Invar habe ich nicht. 16 über Stahl. 16. Du kriegst mit Stahl das meiste. Gut, Stahl haben wir ein bisschen da, aber hehe. Beton liegt auf ein bisschen. 100. 136. Wir nehmen jetzt mal ein Stack mit. Da gehen wir jetzt nämlich mal, weil da können wir oben nur wieder Stahl produzieren lassen. So ist es ja nicht. Oder warte mal, ja genau. Komm. Lass gleich mal ein Stack Eisen wieder mitnehmen. Was brauchte der wieder? Oh Gott, muss ich gerade mal gleich gucken. Ich glaube, der brauchte da wieder hier diese Kohle, ne? Kohle, Koks. Die Geschichte. Ach ja, genau, die müssen auch noch umziehen. Ach du Heilige. Mann. Richtig, die wollte ich ja eigentlich auch noch darunter haben. Irgendwann wollte ich das ja mal verbinden dann später, aber
Ey, was willst denn du da? Verstecken gilt nicht, Freund. Du hast zu sterben, Junge. Elendig. Du komisches Gerippe. Mensch. Eieiei. Ach so, und hier oben muss ich jetzt sehen, was mache ich mit den ganzen Kakaobohnen. Ha! Die haben nämlich gerade irgendwie Hochsaison. Also, ne, die sind voll. Oder? Ja, also die macht, glaube ich, gar nichts. Also der Farmer macht jetzt gerade, der macht Pause. So, was wollte ich jetzt hier? Mann, nein, nicht hier hin. Mein Mann, sorry. So, wie sah das jetzt hier aus? Das war doch das, ne? Da brauchte ich aber, blip. Genau, der brauchte wiederum von hier was. Kohle. Ach so, und der macht wieder nichts, weil der voll ist. Weil der voll ist. Scheibenkleister. Hatte ich nicht noch solche leeren Gläser irgendwo? Oh, hier sind noch eine volle, ist das noch? Wie gesagt, die Crushed Öl Bottles sind nicht verkehrt. Hier sind die Dinger, die müsste ich mal noch mit rübernehmen, weil das sind ja... Alter, hier sind ja noch mehr von den Dingern. Meine Herren, hier habe ich Wasserbotteln. Also, ja. Gläser habe ich en masse, aber hm. Dachte ich mir nicht, eigentlich hatte ich auch mal leere Gläser? Da, wow, eine. Na gut. So, jetzt arbeitet das Ding wenigstens erstmal. Ach so, warum habe ich das eigentlich rausgenommen? Ne, ist egal. Also wir müssen wieder Glasbotteln herstellen. So, und hier braucht der jetzt aber das, was da rauskommt. Okay, also stellen wir jetzt Glasbotteln gleich mal her. Ach du Heilige. Ihr seht schon. Ich habe doch ganz schön Arbeit vor mir. Deswegen will ich das ja dann umziehen lassen, weil immer hin und her latschen. Oh Gott, nein. Das ist mir ein bisschen, das ist doof. Da laufst du dich ja... Da laufst du dir ja ein Wolf. Wohlgemerkt. Und das ist ja nun nicht so meins. Also, ne? Möchte ich eigentlich weniger. So, und meine Zeit ist auch schon gleich wieder durch. Ach du Heilige. Mensch, wie die Zeit heute wieder rennt. Kurz angefangen, schon wieder Folge zu Ende. So, die ist... Oh. Der ist gleich fertig. Krass. So, was wollte ich denn noch? Meine Kokskohle. Habe ich ja noch Gott sei Dank ein bisschen was. Ja, nimm mit. Brauchen wir ja. Kokskohle. Achso, das Kart ist fertig, ne? Aber das kann eigentlich drinnen bleiben jetzt. Wenn es jetzt fertig ist, weil... Lassen wir es erstmal da drin. Müssen wir es nachher dann rausnehmen, wenn wir anfangen. Weil erstmal müssen wir noch Schienen craften. Beziehungsweise die von dort oben nehme ich mir mit. Von dem Farmer. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt das Kart bauen. Genau, da ist er. So, das Kart bleibt da noch drin. Ich will jetzt erstmal sehen, wir müssen wieder ein bisschen Stahl produzieren. Weil wir uns geht jetzt doch langsam aber sicher auch das wieder aus. War ja irgendwo auch logisch, war klar. Und da wir ja die Tools aus Stahl hergestellt haben, müssen wir nun wirklich mal langsam wieder die Stahlindustrie mal einwerfen. Eieieiei. So, das wiederum bedeutet, wir gehen wieder dahin, wo wir vorhin schon mal waren. Schmeißen da wieder ein bisschen Kokskohle rein. Und müssen dann eigentlich sogar noch ein paar Gläser herstellen, dass der wieder die Crushed Öl Bottles abgibt. Damit der wieder arbeitet ordentlich. So, der braucht jetzt wieder Coke Coal. Genau, dann arbeitet der nämlich jetzt auch wieder fleißig. Sehr schön. Der hat schon wieder... der hat sogar schon wieder eins fertig. Ja, heieiei. Aber das ging gut. Also, ja. Gut. So, genau. Und das können wir dann irgendwann immer abbauen. Ach, verdammt. Haben wir nicht hier noch Sand oder so? Ich habe nicht mal mehr Glas hier oben, ey. Oder warte mal, doch. Moment. Momentchens mal. Ich müsste doch hier oben noch Glas drin haben in der Kiste, oder? Habe ich die Kiste hier stehen lassen oder abgebaut? Die steht noch gut. Oh, Gott sei Dank. Da ist nämlich noch... Ja, wow. Hust. Toll.
Ja, das war jetzt mal so ein richtiger Mega-Fail. Toll. Scheiße. Mist. Ach, Manu. Egal. Baue ich mir jetzt noch ein paar Gläser da daheim. Warte mal, wo ist jetzt mein Essen schon wieder hin? Da. Und danach mache ich erstmal hier ein Folgenende. Und dann geht es in der nächsten Folge wieder weiter. Dann müssen wir mal wirklich uns um die Rails kümmern. So. Ei, dum. Das war dann vielleicht schon mal das erste Holz herkriegen, was wir dann weiterverarbeiten dürften. Da müssen wir auch mal gucken. Ich überlege noch, ob ich das mal wirklich ganz komplett anders mache und nicht immer das Standard Design. So. Also viel ist es nicht mehr, was wir hier haben, aber ja, der Mensch freut sich. Ich glaube 16 oder so gehen da bloß rein, ne? Bin mir gar nicht sicher, wie viel du da reinpacken kannst. Ich würde ja am liebsten ins Stack reinpacken. Dass man dann erstmal ein bisschen Ruhe hat. 33? Nein, nicht das. Da haben wir die Gläser. Weil dann packe ich jetzt wirklich mal ein Stack da rein. Dann habe ich erstmal wieder etwas Ruhe. So. Nochmal. 63, also fast ein Stack. Der sollte aber erstmal ausreichen, damit er weiterarbeiten kann. Und jetzt wird ja schon fast über der Nacht. Oh, ich kriege die Krise. Das ist Wahnsinn. Du machst nur was und schwupps, ist schon wieder Nacht. So, dann holen wir da noch die Gläser, also stellen die Gläser noch hin, damit die Bottles voll werden. Die werden wahrscheinlich auch gleich gefüllt sein. Das heißt, ich muss die dann wieder rausnehmen. Damit er wieder arbeiten kann. Ich muss das mal definitiv, das ist ja auch so ein Ding, das will ich auch noch automatisch kriegen, dass ich das irgendwo automatisch füllen lasse, beziehungsweise ne, dass das dann wieder abgepumpt wird. Weil sonst arbeitet er nicht. Wie ihr seht, jetzt ist er voll, jetzt arbeitet er nicht. So, zack, haben wir schon wieder 12 Gläser voll und eine Coke Cola ist fertig. So, die Coke Cola geht dann wieder hier hin. Und hier sogar schon wieder drei Stahl fertig. Seht ihr mal. Und natürlich dieses Ausgabeprodukt Schlacke, die man später vielleicht noch irgendwie mal doch verbrauchen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie wirklich mal brauchen werde. Ja. Gut, doch, man kann daraus Sand craften. Krass, euch ein Crusher. Okay. Gut, ja gut, dann macht's ja Sinn. Upsala. So, ja, meine Lieben, ich gehe jetzt erstmal noch schnell hier in die Mühle rein, um safe zu sein. Zwecks Nacht und so. So. Und mit diesem Bildchen, in diesem Sinne, verabschiede ich mich von euch von dieser Folge. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Würde mich freuen über positives Feedback. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao, ciao mit V.